Bereit, ich bereit. Mal sehen, ob es klappt. Klappt. Ich habe vergessen, die Stream-Avatare anzumachen. 2-3 Stündchen Quarin. Marcelli hat mich 2019 angegriffen, weil ich Bosmo-Exen nicht nehmen wollte. Finde ich Quatsch. Ein Weihnachtsfilm ist für mich nicht ein Film, der um Weihnachten gezeigt wird, sondern der Weihnachten als Thema hat. Ich kann doch auch Home Alone im Sommer zeigen, dann ist er trotzdem Weihnachtsfilm. Und andersrum, ich kann doch, keine Ahnung. Boah, was gibt's denn da für irgendeinen Schmutzfilm hier? Ich kann The Fast and the Furious 1 kann ich auch zu Weihnachten zeigen, dann ist es kein Weihnachtsfilm. Das ist doch Quatsch. Ice Age? Ja, nur weil da Eis ist, hat auch mit Weihnachten nichts zu tun. Mach mal irgendeinen Jesus-Film. Das hat mehr mit Weihnachten zu tun. So, aber jetzt Werwölfe! Kapitel 3, es gibt wahrscheinlich nur 3 oder 4, ey. Ja, gibt wahrscheinlich mehr. Halt mal das Mädchen auf dich, Jacob. Was machst du hier? Ja, das weiß ich auch nicht. Okay. Warte mal kurz. Ich weiß, was besser ist. Ich glaube tatsächlich, für das Spiel ist besser, wenn ich die Stream-Avatare ausmache, ne? Die laufen da irgendwie rum, das ist doof. Eben gucken, ob es klappt. Weil manchmal wird das Bild ja schwarz. So, hat geklappt, sehr gut. Okay. Nee, ich ruf nicht. Ich rufe nicht. Wir bleiben ruhig. Hallo? Ich hab doch nicht rufen gedrückt! Warum ruft er trotzdem? Was ist er für ein Vollidiot? Komm, Kopf ab. Eins, zwei. Scheiße! Flehend. Ich drohe bestimmt nicht dem Mann, der so vor mir steht, während ich da hänge. So will ich weh, bitte. Oh nein, Scheiße, was ja, der schneidet uns jetzt ab. Typischer Horrorfilm-Move. Kommt mit einem Messer auf uns zu, wir denken, er sticht ab und er macht dann nur die Fessel. Ja. Fick dich doch. Psst, still. Ich mach mal nicht Dreck werfen, der macht da irgendwas. Ich vertraue dem, ich glaube, das ist nämlich ein guter. Schließ jetzt besser die Augen. Was soll denn das? Siehst du? Der reibt uns jetzt mit irgendeinem Blut ein, vielleicht was. Für dich. Keine Ahnung. Sind wir jetzt hier irgendwie immun oder so vielleicht? Nicht immun, aber getarnt! Weil wir jetzt hier so Blut haben. Ach du Scheiße. Ich meine, macht zwar keinen Sinn, weil wir können uns das direkt wieder abwaschen.
Es ist wieder die Oma. Diesmal habe ich eine Karte, Oma. Jetzt erfahre ich endlich, was hier abgeht. Als wärst du gerade erst hier gewesen. Ja, weil die Kapitel so kurz sind, Oma. Also, zeig. Was hast du da? Ich hab ne was. Es ist der Stern. Mhm. Sterne hoch am Himmelszelt. Der deine Namen. Boten des Lichts. Der okay. Hoffnung, Bestimmung oder unserer Bedeutungslosigkeit. Und Angst zu verzweifeln. Vertraue auf das Licht des Sterns, denn es bringt dir Klarheit. Und Gewissheit, vielleicht. Merke dir, es steckt stets mehr dahinter, als du denkst. Wenn du magst, zeig ich's dir. Seit 4 Stunden in-game oder 3,5, weiß ich jetzt nicht, suche ich nach diesen verdammten Karten. Und es ist einfach so ein Oma-Glückskeks-Spruch. Oh, Sterne, sind am Himmel. Zeigen dir mehr, als du denkst. Vielleicht. Was ist das für eine Scheiße? Absoluter Bullshit. So, ich hab was vergessen, ich muss schnell was holen. Na, es ist Weihnachtszeit, denk dran. Das Beste an Weihnachten ist eh Glühwein und Kinderpunsch. Der erste Dominostein des Jahres wird inhaliert. Oh, geil. Ich will mehr sehen. Oh! Irgendwas mit dem Handy. Machen wir weiter. Wieder nach Hackett's Quarry. Ich hab einen Spoiler bekommen, geil. Wieder nach Hackett's Quarry mit dir. Oh, das wird ein Spaß. Okay, auf der einen Seite cool, was man da so durch die Karten an Infos kriegt. Auf der anderen Seite beschissen. Weil jetzt habe ich ja schon Spoiler bekommen, was passieren wird. Es war so schrecklich. Ich weiß ja nicht mal, was es war. Es war so schnell und da war ein Jäger. Es war einfach... Oh, Abby. Hier. Was? Zeichne es. Zeichne was? Das, was euch attackiert hat. Darauf erstmal ein Dominostein. Ich schön fett werde. Ah, passieren kann. Nick. Hey, Kumpel. Kannst du mir sagen, was sie gemacht haben? Gemacht? Er ist voll daneben. Ja. Eigentlich müssen wir ihn umbringen. Er ist infiziert, das wissen wir doch schon. Stimmt. Ja. Da war ein Typ. Und... Ach, noch was anderes. So eine Art Tier. Was denn für ein Tier? Nein, nein, ich habe nur einen Kerl gesehen, der ihn wegschleppen wollte. Er ist wahrscheinlich einfach nur verwirrt. Der Kerl war echt riesig und sauer. Oder du hörst auf das Mädchen, was einen Meter neben dir sitzt und gerade gesagt hat, sie wurden vom Tier angegriffen. Ja, hey, hey, sie ist okay. Mann, sie ist da drüben. Clown und Zähne direkt auf mir drauf. Ich glaube, es war ein Bär. Ein Bär hätte ihn zermalmt. Vergiss es. Ich dachte, hier gibt's keine Bären. Nein. Oh, fuck. Schau mal da. Schau mal da. Shit. Das Schwarze. Voll infiziert. Es verbreitet sich. Krass übel. Echt krass übel, Alter. Hab ich doch gesagt. Boah.
Ja, komm, Druck ausüben kann nicht schaden. Oh, sorry, Mann, sorry. Oder vielleicht macht's doch Schaden, ich weiß es schon nicht. Schon okay, ist okay. Tut das weh. Hauptsache die Blutung stoppen. Besser amputieren. Das muss weg, bevor es sich ausbreitet. Was? Er hat recht. Bein ab! Frustriert? Du bist ein Vollidiot? Nee, eigentlich nicht. Aber können wir nicht sagen, ja? Ich weiß auch nicht, dieses schwarze Zeug. Was? Was glaubst du, was es ist? Sehe ich aus wie ein Doktor? Ich erinnere mich kaum. Ich weiß nicht mal, was ich gesehen habe. Scheiße. Können wir jetzt endlich mal ballern? Wir rufen mal. Diesmal rufen wir. Hey! Aber wenn es ein Monster ist, kann's ruhig rauskommen. Glaub ich. Wir verstecken uns ja nicht. Nein. Wenn's Jacob oder Emma sind. Deswegen haben wir ja gerufen. Vorsichtig. Ach so, ich muss ansehen. Ich hab nichts gesehen. War vermutlich gar nichts. War ja. Zu langsam. Ist es jetzt weg? Und ich habe auf Chat geguckt, weil Crash was geschrieben hat. Ja, hau lieber ab! Wie tapfer. Okay. Also, Lodge klingt im Moment irgendwie ziemlich gut, was? Schießen! Tu's nicht! Ich will euch retten! Ah, oh, Scheiße. Nick. Ist er okay? Gut, dass ich nicht geschossen hab, ne? Nick und Abby wurden angegriffen. Hier im Wald. Hey, hat jemand noch trockene Klamotten? Ich erfriere. Unsere Taschen sind noch im Minivan. Oh, fuck, ja, natürlich. Erstmal fragen. Aber was ist dir passiert? Gut, gut, okay. Ich hab ja gesagt, ich hab Abby schreien hören. Dann rannte ich her, so schnell wie ich konnte. Vom See aus? Ja, dann bin ich plötzlich in dieses Ding, in diese Falle getreten, so wie Jäger sie nutzen. Das nehme ich als Kompliment. Jäger, gesagt, Jäger. Das Ding hat sich um mein Bein gezogen und dann den halben Baum hoch. Zack, ich häng da also, halbnackt. Und dieser Typ kommt mit so einer scheiß Machete auf mich zu. Starrt mir direkt ins Gesicht. Aber ich habe ihm eine Lektion erteilt und mich dann verpisst. Gut, wir müssen Abby und Nick zurück zur Lodge bringen. Jetzt sofort. Ganz genau. Bist du voll mit hoffentlich Marmelade? Ja, nein. Ich wird wohl eher Blut sein. Da war dieser Typ mit einer... Er hatte eine Flasche. Aber das ist eine echt lange Geschichte. Ja, nein, das ist echt krank. Ich muss Emma holen. Ey, was soll das? Hey, ich brauch das, okay? Da ist gefährlich. Mann, wir müssen Nick und Abby schützen. Ja, aber ich muss Emma retten. Sie ist ganz allein. Vielleicht steckt sie gar nicht in der Klemme. Ja, aber ihr vielleicht auch nicht. Willst du mich absichtlich nerven? Nein, ich rette absichtlich meine Freundin, Arschloch. Ja, sie ist nicht mal deine Freundin, Mann. Ich lass mal lieber los, bevor sich irgendwie ein Schuss löst oder so eine Scheiße. Blöder Sack. Hört jetzt auf! Wir sitzen in der Scheiße. Und ihr Kasper drum. Unfassbar. Jacob, das Ding bleibt hier. Nick und Abby sind verletzt. Das ist unser Schutz. Jemand schleicht hier rum. Ryan! Sorry. Das ist Bullshit! Schau, wie es ihr geht. Wenn sie auf der Insel ist, geht sie bestimmt gut. Jo, trennen wir uns alle.
Und geht, lassen den Typ alleine in den Wald, wo das Monster ist, ohne Waffe. Meine Fresse, ey. Wir müssen zurück zur Lodge und Hilfe holen. Wie denn? Nick kann doch nicht laufen. Ey, ich hab ne Idee. Ich gehe alleine zur Lodge. Achso, okay. Hab ich wieder eine Karte verpasst? Tja, okay. Mal sehen, was der Abend bringt. Oh, Handy! Okay. Da hatten wir gerade einen Spoiler! Wir werden gleich angegriffen werden, bestimmt. Treibt sich alleine auf einer gruseligen Insel rum. Idiot. Ein Daumen. Ein verfügbarer Daumen. Okay. Und genau hier, auf dieser seltsamen, einsamen Insel, strandete die mutige junge Seele. Okay, Real Talk. Ich bin unerwartet auf einer seltsamen kleinen Insel, ganz allein mit nichts zu tun, als euch alles zu zeigen. So, da drüben ist ein Baumhaus. Mal sehen, ob ich euch etwas von der Panorama-Aussicht bieten kann. Die Sache ist die. Nicht, dass ich zurück will, will ich gar nicht. Aber selbst wenn, könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde, obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Gott, tut mir leid, dass ich mich aufreg und Dampf ablass. Ach, scheiß drauf. Weiter geht's. Auf zum Baumhaus, Entdecker, Freunde. Ach so. Ich will mich gar nicht bewegen mit ihr. Nein. Warum kann ich das Licht nicht woanders machen? Ist hier wieder irgendwie so eine Karte? Okay, jetzt weiß ich ja, wie die Karten sind. Die sind irgendwie, wenn die Kamera sich dreht. Nicht schwer zu erraten, was das ist. Hab sie aber nie benutzt. Ein bisschen zu nah an der Natur für mich. Also, ich hab mich ja nie gefragt, wo das Zeug landet. Oh. Oh nein, Gott, nein. Okay, das ignorieren wir jetzt. Einfach mal. Ja. Hier ist doch vielleicht noch was. Kann ich hier rein? Nee. Aber wir sollen ja zum Baumhaus. Das wird da sein. Dann gehe ich erstmal natürlich hier hin. So wie die ihre Handys benutzen, wäre der Akku nach 10 Minuten leer. Bist du's, Jacob? Das war der andere alte Sack, ne? Aha! Der Magier, Mama! Hä? Wo ist er hin? Da! Der Magier... Haben wir dazwischen schon wieder? Ach, ist mir auch egal. Bla 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 Blinze, ja. Wir haben schon wieder was für die Oma, geil. Keine Ahnung, wie ich die anderen verloren habe. Oder nicht gefunden habe. Wir wollen ja auch so Geheimnisse und so, ne? Wir müssen ja auch Hinweise finden. Was eh nichts bringt, wenn ihr am Ende alle sterben. Kamera ist aber beschissen. Und das ist also der Treffpunkt. Das ist ein Ort, wo man sich trifft. Ich will das Ganze ja interessant machen, nur manchmal ist es halt so, wie es ist. Das wär's wohl dazu.
Ah, so, jetzt. Jetzt aber, jetzt volle Konzentration. Volle Konzentration. Da ist das Baumhaus, da waren wir, da waren wir. Wir haben den Magier gefunden. Wahnsinn. Sowieso. Die Insel ist ein unberührter Teil des Steinbruchs, der sich nach dem Abdriften... Darauf erstmal ein Dominostein, oder? Echt cool, oder? Als ich klein war, dachte ich ja immer, dass Inseln einfach so mitten im Wasser schwimmen, wie Luftmatratzen. Doch, ich bin jetzt älter und klüger und weiß, dass... Einen Moment, ich bin dabei. So ist, wie es scheint. Wie wenn du glaubst, du hättest nur einen heißen Sommerflirt und dann wird daraus Babysitten für ein haariges Riesenkind. Da, Bob. Gern geschehen. Weil du nichts Festes und ihm jeden verdammten Tag Liebesbriefe schreiben willst. Und wenn wir gerade drüber reden, es macht euch doch nichts aus, oder? Wie? Warum rechtfertige ich meine Gefühle? Wie doch der ist, der voll blah damit ist, oder? Oh, seht. Eine Metapher im Narrativ. Ich meine, ein Scheideweg. Wie passend. Hier kommt die Frage. Die weiß, was eine Metapher ist. Geht es für mich aufwärts, wörtlich, und ich lasse es gut sein? Oder bleibe ich auf dem bisherigen Weg und schimpf weiter über mein blödes Leben? Da das hier ja nicht live ist, liegt die Wahl wohl bei mir. Sie wollte ja zum Baumhaus, ne? Aber jetzt klang es so, als ob wir eine Wahl haben zwischen A und B und nicht einfach nur A und vorher erkunden. Ich gehe jetzt erstmal mal unten lang. Ach, was soll's. Jetzt stecken wir sowieso mittendrin. Und zwar richtig. Weil wisst ihr nämlich was? Ich habe mich wirklich auf... den nächsten Teil meines Lebens gefreut. Was ziemlich dumm war. Nein, der Sommer war toll, aber jetzt... Ich hoffe, ich kann wieder zurück. Kommt schon. Mir fällt gerade eins, diese Szene, die wir hatten mit dem Licht und dem Monster, war im Baumhaus bestimmt. Es sah nach Haus aus. Ich weiß, es ist nur eine Nacht und man muss das Beste aus seinen Chancen machen und so weiter. Vielleicht will ich mich nur nicht mit dem Naheliegenden abgeben. Oh, und ich hab... Oh mein Gott. Es ging darum wegen ihm, ne? Wegen Jacob. Selbstbewusst, aber... Ich hätte nach oben gehen sollen. Ich bin pro Jacob, wir wollen Gebumse. Also. Entschuldigung. Ich geh hoch. Vielleicht schauen wir mal diese Richtung an. Ich geh erst hoch. Oder? Wohin gehen wir jetzt erst? Hoch oder runter? Hier hinten sieht's auf jeden Fall auch aus, als ob's weitergeht. Was tun wir, Mama? Hilfe! Gehen wir hoch oder runter? Ihr trefft einfach keine Entscheidung. Ihr seid miese Helfer. Ich gehe hoch. Niemand sagt was, denke ich. Besorgst dir Silber. Ach, besorgt... Oh mein Gott, besorg dir Silber. Ich dachte, du hast gerade geschrieben, besorg's mir selber. Es war auch nichts zu voten. Ich wollte einfach nur, dass ihr was schreibt, ihr Nasen. Ich habe Angst. Niemand darf sich an der vergreifen, außer Bob und ich. Machen wir uns nichts vor. Darum geht's mir nur.
Daytona ist nicht da, oder? Niemand darf sich an ihr vergreifen, außer... Oder gehen wir erst unten lang? Da oben sieht's so aus, als ob's vorbei wäre mit ihrem Kapitel. Aber... Nee, wir gehen oben lang. Komm, Arschlecken. Wir gehen oben lang. Wir haben auch schon eine Karte gefunden. Dahin gehen wir jetzt. Ja, da gehen wir jetzt hin. Zu schäbig. Also, buchstäblich schon zu schäbig. Und trotzdem die Aussicht. Moin. Pure Gänsehaut. Es gibt auch eine Zipline, vor der ich, ehrlich, so richtig Angst habe. Aber so ist es halt. Ich bin hier, oder? Ich werde den Tag so hart nutzen, dass er nicht weiß, wie ihm geschieht. Zuerst müssen wir ankommen. Und es gibt noch so viel zu bereden. Wir sind mitfühlend, wir sind gut. Abby ist okay. Denk dran, ne? Falls ihr es nicht wisst, ich hab mit... Alle überleben, glaube ich, jetzt schon nicht. Mutprobe. Ich bin echt keine Bitch oder so. Oh, und als Kontext... Außerdem will ich gar nicht, dass alle überleben. Also, eigentlich auch gegenseitig. Ich wollte nur die Flammen ein bisschen anfachen. Ihre Flirtversuche glichen denen betrunkener Quallen. Echt schlimm. Weil Nick stirbt eh, weil er infiziert ist, gehe ich von aus. Aber jetzt werden sie es schnallen. Ich wette, sie sind gerade draußen im Wald und lassen es sich massiv gut gehen. Plus, ich gehe jede Wette ein. Ich mache jetzt schon Call. Ich glaube, den habe ich gestern auch schon gemacht. Hallo. die wird sterben, weil ich es verkackt habe mit dem Feuer, hier mit dem Feuerwerk. Ich wette, weil ich einmal gedacht habe, das ist dumm. Und es nicht gemacht habe. Ich wette, das wird mir so richtig in den Arsch noch beißen. Dieses verfickte Feuerwerk. Da wette ich drauf. Das wird mich kosten. Ah, guck mal, man kann auch von unten zum Baumhaus, ne? Baumhaus ist also unser Ziel. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde... Hallo? Ich werde jetzt unten lang gehen. Weil hier oben ist nichts. Ich dachte, hier wäre vielleicht noch was. Hier ist nichts. Außerdem will ich die Sicht genießen. Den Vor... Hä? Wie heißt denn der Vorgänger? Es gibt einen Vorgänger dazu? Ihr wisst, Life is Strange, Walking Dead und hier sowas machen mir mega Bock. Warum sagt ihr mir nicht, das ist ein Voll... Ach, Vorgänger von der Firma. Aber ist das auch so ein Spiel? Anscheinend. Nein, 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 mir war klar, dass das nichts mit der Story zu tun hat. Aber Vorgänger im Sinne von Spielprinzip, meint ihr jetzt. Wie heißt denn das? Kenn ich gar nicht. Also, The Quarry kannte ich vom Namen natürlich. Kenne ich absolut nicht. Das ist jetzt nicht 95 oder sind. Ich kenne es vielleicht nicht, weil es. Gibt es zufällig nicht auf Steam? Ah, doch, ist es das hier? The Dark Picture Anthology? Ist es das? Kenne ich gar nicht. Ich bin übrigens 1929 geboren. Und ist das auch so ein Storyspiel? Okay. Die sehen mir noch unsympathischer und ungeiler aus, die Charakter, als eben. Geil. Alter, natürlich. 109 Euro. Was ist denn da drin? Ach, das sind mehrere Spiele, ne?
Okay, und doof gesagt, jetzt gehen wir mal. Nehmen wir mal Little Hope, das mit den Studenten. Wie lange geht denn das Spiel? Ist das nicht die Augenbraue aus diesem ganzen Film? Wie lange geht denn das? Wie viele Stunden? 10 Stunden? 5 Stunden? Ja, ich zahle nicht 20 Euro für 5 Stunden. Naja, also ich pack's mal auf die Liste, wenn's im Angebot ist. Ja, warte. Ich muss eben mal auf Liste packen. Wunschliste? Nee, 40 Euro auf gar keinen Fall. Heavyweight? Guck mal hier, so Quarry Heavyweight. Wie heißt es? Until Dawn? Gibt's das auf Steam, ist die Frage immer, ne? Auf Steam gibt's anscheinend nicht. Ist das ein PlayStation-Spiel vielleicht nur? Guck mal, wenn ich Until Dawn eingib, kommt direkt hier The Dark Pictures und... Na, ja, keine Ahnung. Ach, ist ein PlayStation-Spiel. Okay. Ah, nur PlayStation 4. Ist vielleicht enthalten. Ja, bringt mir eine scheiß PlayStation, ey. Frech. Frech. Andere suchten auch. Ah, guck mal hier. Wo ist denn das? Andere suchten auch. Ich will mehr sehen. War das The Dark Picture? Warte, das war das, was... Ja, das ist ganz viel The Dark Pictures. Okay, dann haben wir das schon mal im Hinterkopf. The Dark Pictures. So, machen wir weiter. Gehe zum... Hallo? Controller? Das ist jetzt schlecht. Hallo? Ich will nicht mit Maus. Jetzt. Ja, jetzt geht wieder. Wir werden jetzt angegriffen und sterben. Oder hier ist einfach genau wie oben. Einfach gar nichts. Weil ich Vollidiot wieder alles erkunden muss. Willst du mich verarschen? Hier ist wirklich nichts. Es ist irgendwie ganz nett. Ich fühle mich, als wäre ich zum ersten Mal im Sommer allein. Gefällt mir. Das... verstärkt die ganze Jacob-Sache irgendwie. Er sollte mich ja eigentlich holen kommen, aber jetzt, oh, wo ich allein bin... Oder wir haben jetzt getriggert, dass sie keinen Bock auf ihn hat. Jacob, wenn du das siehst, nimm's nicht persönlich. Geht da um mich. Wir sind cool, ja? Ja, wir sind cool. Ich meine, wer weiß... Vielleicht sehen wir uns in 50 Jahren wieder und erinnern uns wehmütig an diesen einen tollen Sommer im Hackett's Quarry Sommercamp und den Funken, der uns verändert hat. Dann sind wir ein 70-jähriges Liebespaar und haben irren Rollator-Sex. Hey, könnte so sein. Die Zeit wird's zeigen, Jakey Boy, und du weißt, die Zeit macht uns zu Narren. Aber wir werden die aufregendsten Narren überhaupt. Nur so lang muss ich mein Ding machen. Tut mir echt leid. Aha! Gut, dass ich unten lang bin. Warte mal. Wie kann das Mr. H gewesen sein, wenn er doch in der Lodge war?
Oh nein! Der Rabe nimmermehr. Freunde? Wir hätten Feuerwerk mitnehmen können und wir finden jetzt Streichhölzer. Ohne Witz, mein Call ist doch bestimmt richtig. Die wird sterben ohne das Feuerwerk. Und ohne die Streichhölzer. Jetzt... Oh mein Gott, jetzt ist es klar. Sonst hätte sie als Charakter nicht die Streichhölzer gefunden. Warum habe ich das nicht einfach mitgenommen? Ich dummes Arschloch. Ich dachte, die Charakter sind noch dümmer, als sie immer tun. Ja, da werden wir auch noch hochgehen, aber wir gehen erstmal hier erkunden. Ne, weil nachts alleine auf so einer Insel in Unterwäsche geht man natürlich in den Wald rein. Mir wird das hin. Komm, ey, wenn der Weg hier so ist, dann wird hier doch noch was sein, ey. Das könnte man doch nicht bis hier unten hinlaufen, oder? Ja, wahrscheinlich wirklich Stadion. Hätte ich jetzt auch den Call gemacht. Wenn du mit so vielen Leuten auf einen Fleck bist. Erstmal den Werwolf mit Streichholz anmachen. Ich schwöre bei Gott. Ich mache einen Call. Ich mache einen weiterführenden Call. Sie wird gecornert, also sie wird in der Enger getrieben sein. Warum rede ich so viel Denglisch? Vom Werwolf? Es gibt keinen Ausweg? Irgendwie wie hier so eine Sackgasse? Keine Ahnung. Und dann müsste sie die Streichhölzer Feuerzeug anmachen mit dem Quicktime-Event. Und wir Vollspacken haben dir das Feuerwerk nicht bei. Und dann wird die gefressen. Ich muss das wohl echt einhändig machen. Hm? Bob macht auch immer einhändig, hat er eben gesagt. Das klang nicht gut. Oh nein, warum gehe ich hier hoch? Ich hätte einfach außen rumgehen sollen. Ich habe nicht gelernt. Die macht jetzt bestimmt eine Sprosse kaputt. Ihr solltet wissen, ich bin... Oder? Ass im Leitersteigen. Das hatten wir ja mit Dylan schon. Da hatten wir die kaputt... Okay, Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. Voila. Das ist das luxuriöse Pentbaumhaus. Offensichtlich. Er baut im Jahr 18 scheißegal von einem Mann mit verbundenen Augen, mit dem besten morschen Holz, rostigen Nägeln und feinster Eselsspucke. Ein echter Hackett-Klassiker. Das Baumhaus ist echt voll riesig da, dieser Schatz, ganze Weg. Ich bin da. Wie war das? Ich hab die Bettzeit der Kids verpasst. Puh, was. Mach den Tee, Bob. Ich hab gehört, das soll gut sein. Nehmt alles auf. Das ist unverfälschte Sommercamp-Erfahrung. Und seht mal, es scheint, dass jemand vergessen hat, aufzuräumen. Ich denke, eines der Kids hat sein Zeug vergessen. Oder meine Leute. Aber ich erkenne nichts. Ich mach mir vielleicht gleich auch noch. Habt ihr das gehört? Da ist der fucking Werwolf. Die Szene, die wir eben bei der Oma hatten. Sachen von Fremden? Oder öffnen wir die Horrorfalltür und sterben einen schrecklichen Tod. Es gibt buchstäblich keine richtige Antwort. Also ich öffne nicht die fucking Falltür. Taschen durchsuchen. Wir wühlen. Und wisst ihr was? Ich zieh mir etwas an. Mehr gibt's heute nicht zu sehen. Naja, falls du so einen Perverser vergewaltigen will. Wir haben eine Hose. Was haben wir da jetzt geklaut? Oh, das ist gut. Scheiß auf Feuerwerk, wir haben Taser. Cool. Gut, also, ich glaube, da oben ist was. Und ich werde nicht erschrecken. Warum macht sie denn jetzt trotzdem auf? Ich habe Nein gesagt. Warum gibt das Spiel mir überhaupt eine Wahl, wenn A einfach nur... A und B hintereinander ist statt einfach nur B. Was ist denn das für eine Scheiße?
Was eine fucking Überraschung, du Fotze! Warte, was hat sie gemacht? Warte. Das ist eure Wahl. Eure Wahl. So, weißt du, wir waren auch... Also ganz ehrlich. Die ist zwar... nett. Aber sowas Blödes habe ich noch nie erlebt, wie diese Leute da. Und ich arbeite mit Kindern. Ich gebe euch mal, ich mache mir, glaube ich, auch mal einen heißen Tee. Deswegen, ich muss meinen Wasserkocher überhaupt mal auspacken. Hab ich mir neu geholt. Ich mach mal aus Spaß. Ja, ich mach mal 3 Minuten und gut ist. Ja, entscheidet euch mal. Jetzt der große Cliffhanger. Wie wird sie sterben? Ich wette, beides bringt nichts, weil die dumm ist wie Brot. Die wird sich in Taser ins Arschloch schieben. Keine Ahnung. Ach komm schon, noch kein Unentschieden. Macht jetzt keinen Miesen. Komm schon. Sie da? Ach komm schon, irgendeiner noch! Nicht 2-2! Ja, nee, deswegen lasse ich euch ja abstimmen. Komm, der Erste, der was schreibt, das mache ich jetzt auch, wegen des 2-2.
Taser hätte ich jetzt... Oh, ich habe Licht angelassen. Ich dummes Idiotenkind. Taser hätte ich jetzt auch gesagt, weil wir wissen, es ist ja kein Bär. Warum sollte dann Bärenspray irgendwas bringen? Ne? Das Ding ist nur... Sie ist wahrscheinlich so dumm und wird wahrscheinlich, wenn wir sie als Charakter ausspielen würden, die wird wahrscheinlich wirklich Bärenspray nehmen. Also, erstmal einen schönen Tee hier machen. Ekelhaft ohne Ende, aber ja, gut gegen Halsschmerzen. Oder vorbeugend, ne? So. Und los! Taser! Guck mal, er sieht aus wie... Ja, Foto machen auf jeden Fall. Das hat die da in diesem Ding da auch gemacht. Und wir haben... Oh oh. Ihr habt gesehen, was passiert ist noch. Hilfe! Der hat gekratzt! Nicht unsere Emma, nicht die Geile! Also die, Halbgeile. Charakterlich Schmutz. Ah, einhändig drücken! Ah, mit kaputten Controller! Machen wir. Sprühen oder rennen? Nächste wichtige Entscheidung, meine Freunde. Jetzt geht's hier ab. Was tun? Sprühen? Rennen? Also ich glaube nicht, dass das Sprühen was bringen wird, sei ich ehrlich. Ah, ich habe wieder auf 3 Minuten, da muss ich gleich mal ändern. Ist egal. Gucken wir mal, wie das Ergebnis wird. Ich befürchte, ich weiß, was ihr macht. Ich hab gesagt, sprühen wird nichts bringen. Und ihr macht natürlich sprühen, ne? Kann ich voten, Ren? Ach so, ah, okay. Wo ist erst sprühen, dann rennen? Ja, weil die sind dumm. Die sind dumm, denkt dran. Die sind dumm. Die wird wahrscheinlich gleich unter den Armen sprühen oder sowas. Na, wie eben. Da war Taschen durchwühlen oder Falltür machen. Ich mach Taschen durchwühlen. Und sie macht immer noch die Falltür auf. Ich wollte diese Falltür nicht öffnen. Dumm. Ich glaube einfach nur, das ist... Es kommt auf die Reihenfolge an. Hätten wir vorhin nicht getasert, hätte es vielleicht aber mit dem Foto nichts gebracht. Jetzt haben wir wenigstens ein Foto. Hätten wir vorher... Ich weiß es nicht. Bisher steht es unentschieden. Ich weiß es nicht.
Na, wenn jetzt nicht noch einer irgendwas sagt, weil Bob kann nicht stimmen und hat Rennen gesagt, dann werde ich, glaube ich, einfach sprühen. Mal ganz ehrlich, ist mir jetzt auch langsam egal. Wir sprühen ihn an. Okay, es hat was gebracht. Gut, dass wir die Waffen hatten. Sprühen und rennen. Ja, die Quicktime-Events sind zum Glück ziemlich einfach. Aber da hat man mehr als genug Zeit. Digga, da ist ein Fenster neben dir. Der kann einfach rein. Ein Meter neben dir ist ein Fenster. Du bist am Arsch. Oh, jetzt haben wir bestimmt noch so ein paar Sekunden Zeit, ne? Achso, ich kann gar nicht steuern. Tür versperren oder Falltür benutzen, Freunde. Schreibt mal schnell, ich habe keinen Bock, jetzt wieder eine Umfrage zu machen. Bin ich ehrlich. Wir sind dann zu viele Umfragen. Also ich bin ja Falltür benutzen eigentlich für. Warum? Tür versperren wird absolut nichts bringen. Da ist ein Fenster einen halben Meter neben mir. Ist dumm. Ist dumm. Aber sie ist dumm. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Geil, aber dumm. Ne, wir schauen uns die mal an. Geile Lippen. Das Muttermal hot. Ne, schöne Augen. Aber dumm wie Brot. Dumm wie Brot. Aber wir gehen die Falltür. Wir sind am Arsch. Oh, Booty. Guck mal, wie er hinterherkommt, wie der Pedomeister, ey. Das wird's helfen. Ein Werkzeugkasten. Okay, das hilft anscheinend wirklich. Wie dumm ist das denn? Er kommt durch die Tür und alles, aber der Werkzeugkasten hält ihn auf? Gott im Himmel. Ruhig. Ich hab es, er ist okay. Ich hoffe, das Monster ist nicht David Arquette. Dann weine ich über seine Dummheit. Nee. Nee, sorry. Ich bin echt hungrig. Auf Fleisch. Wir geben dir was im Haus, okay? Ja, okay. Komm schon, komm schon. Oh Mann, ich hab so Hunger. Ich weiß nicht, was sie alles so da haben. Vielleicht noch Granola? Kid, ich hasse Granola. Die Kraft... Und die Kraft! Ich hab A gedrückt! Wir haben noch eine Tarotkarte. Wir haben zwei. Ui. Boah, ich raste aus, wenn die Oma uns nur eine Tarotkarte lesen kann pro Kapitel. Dann boxe ich die. Ich hol dir was zu essen. Kann ich mir aber gut vorstellen, damit man das Spiel 400 Mal durchspielen muss. Du und ich werden ein Telefon suchen. Oh, ja. Ist da nicht eins in Mr. H's Office? Yep. Wir kommen zu euch. Kapiert. Wir sind mal vorsichtig. Denkst du, was immer sie angegriffen hat, hat, weiß nicht, ihre Fährte aufgenommen? Was? Jetzt ehrlich? Boah, Oma kann mich mal so hart am Arsch lecken. Ey, aber es war klar, ne? Das ist ein Spiel, was du halt 7-8 Mal spielen kannst. Gewollt. Klar, dass man nicht alles in einem Durchgang machen kann. Scheiß Spieleentwickler. Okay, ja. Ja, du hast sicher recht. Statt ein 40-Stunden-Spiel machen wir nur ein 10-Stunden-Spiel. Aber du musst es 4-mal durchspielen, damit du alle Wege siehst. Ficker. Du warst nie nachts hier, wenn das Camp stattfand? Was hasse ich eigentlich? Nein, warst du? Fahr mal vor, ja? Ist einfach nur faul. Weil 80 oder 90% des Spiels bleiben ja gleich. Ich glaube, ich höre meinen Namen. Ich habe nichts gehört. Ich denke, Nicks Wunden sind nicht so schlimm wie gedacht. Ach so. Ja, paranoid ist Quatsch. Wir sind nicht paranoid.
Oh, das ist gut. Ja, werde ich genau so machen. So was nun. Wenn ich das Spiel durch bin, schaue ich mir wahrscheinlich die coolsten Tode an. Das gibt's bestimmt. Falls wir die nicht selber hinkriegen. Und dann verschiedene Wege oder so. Ich werde es nicht nochmal durchspielen, niemals. Mr. H? Was heißt niemals? Nur die Nummer von diesem nicht direkt. Telefon. Okay, dann 91.1. Du meinst 911? Wer sagt 91.1? Ich weiß nicht, ich... Scheißegal, Mann. Aber, wonach soll ich fragen? Polizei? Nach einem Arzt? Huh. Also 70 Euro ist echt dreist. Ich hab's jetzt für 15. Wir rufen... Oh, wir rufen nicht die Polizei. Die Polizei war der Pedomeister, ne? Wir machen neugierig. Denkst du, du solltest direkt nach einem Krankenwagen fragen oder rufst du einfach Hilfe, Hilfe? Die sagen so, Notfallzentrale, wie kann ich ihnen helfen? Und ich... Boah, ruft auch einen Kranken... Alter Vater, wie blöd sind die eigentlich alle. Oder auch kein Bär, doch definitiv... Sag doch einfach Krankenwagen nach XY. Kann ich die einfach die Waffe nehmen und mich selber erschießen? Vielleicht doch von uns. Die sind so dämlich. Die sind so dumm. Und sie haben meinen Freund Jacob vom Baum geholt. Separater Fall, lange Story. Ja, ja, das ist gut. Okay. Notfallzentrale. Was ist los? Tod. Ja, aufgelegt hat er nicht. Wir standen direkt daneben, du Idiot. Wirklich komisch. Leitungsausfälle. Kommt halt vor. Genau dann, wenn du die Cops rufst? Das ist reiner Zufall. Ich hab die Cops Hast nicht Hast du gerufen. Versucht aufzulegen? Was? Das hab ich doch überhaupt nicht gesagt! Was machst du? Und jetzt sagt er das trotzdem Ahnung, mit dem Auflegen. Film, ich erschieß die Entwickler. Tippst auf dieses kleine Ding hier. Wir sind hier nicht im Film. Okay, gut. Nur, woher weißt du das? Möglich, dass sie wollen, dass du das denkst, Mann. Okay. Ich reg mich schon wieder auf, ne? Ich bleib ruhig. Niemand hat Empfang. Ist sonst noch irgendwo im Camp ein Festnetzanschluss? Nicht so direkt. Warum nehmen die eigentlich nicht ihr Handy? Was? Ach, kein Empfang, ne? Der Radioschuppen hat alte Funkausrüstung. Wo du deine Ansagen machst? Wo ich meine coolen Sommertracks mische. Das sind ja keine Kinder, das sind ja schon... Mache. Es gibt dort alte Geräte. Alte Teenies. Vielleicht, aber die sind trotzdem so dämlich. Okay, ja. Lass uns schauen, ob wir jemanden kontaktieren können. Also ganz ehrlich, du brauchst als Slasher nur ein IQ von über 65 und du hast gewonnen gegen die Idioten. Ich lege es zurück, wenn wir gerettet und in Sicherheit sind. Okay, sei vorsichtig. Ich hasse Idioten, egal wie alt. Okay. Liegt wohl am Wetter. Was für Wetter, Ryan? Bestimmt waren es die Bären. Bären. Und wieso sind Bären an allem schuld? Okay. Also das ist dein Argument. Was, wenn der Bär, die Leitung gekappt und den Strom abgestellt Ihr seid kein Idiot. Was, wenn dieser Bär draußen im Flur auf uns wartet? Verflext. Siehst du? Ich kenne die Hälfte von euch nicht halb so gut, wie ich es gern möchte, und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient. Das Dumme ist ja, wenn hier die Charakter sterben, ne, dann fehlen ja voll viele weitere Cutscenes und Sequenzen und so. Ja, wir bringen die Zahlst du 70 Euro, spielst es einmal durch, bis nach 2 Stunden durch, weil alle tot sind oder was? Ich würde ausrasten. Ja, gib ihr die Waffe, sie sind aggressiv. Oder vielleicht, wenn wir ihr einfach deine Waffe geben. Ich kann viel besser schießen als du. Das weißt du nicht. Okay, ich bin vielleicht ein Schützengott. Könnte sein. Jetzt gib ihr das Ding. Warum mache ich überhaupt eine Entscheidung, wenn das eh alles... Habe ich auch gehört, irgendwie so ein Spin-off. So, wenn ich jetzt Waffe behalten mache, dann haben wir 2 Waffen. Das ist auch einfach dumm, ne? Ich gebe mal die Waffe ab, damit die unten auch eine haben. Ah, okay. Du hast recht. Hey, wir haben ja noch meine. Deswegen, ja. Und vielleicht hast du auch mal. 2 Waffen ist dämlich. Hi, Shake.
Schreib keinen Scheck, den dein Arsch nicht packt. Mein Arsch hat ein fettes Bankkonto. Ich würde Scheck am Arsch packen. Ich störe wohl gerade. Ich hab das Gefühl, egal welche Entscheidung ich treffe, die machen das Gegenteil. Hat er jetzt wirklich seine... Kopf hoch, Großer. Ich wüsste nicht, was ich damit tun soll, okay? Okay, ich dachte, der hat jetzt wirklich seine Waffe trotzdem behalten. Oh, danke schön, Dylan. Du bist so großzügig und stattlich. Ja, kein Problem, mach ich doch gern. Aber der neue Yakuza-Teil ist doch, Anführungszeichen, nur ein Spin-Off und... Ist das ein komplettes Spiel? Oder nur so ein 30-Stunden-Spiel, doof gesagt. Ey, keine Cutscene, keine Quick-Scene jetzt. Ich mach meinen Tee hier fertig. Schön Honig rein. Wichtig. Wir haben noch einen Werkzeugkasten. Ist doch alles in Ordnung. Ja, schön dicken Löffel Honig. Langsam kurbeln, schnell einkurbeln. Wir machen mal langsam, sonst geht der Teil eh kaputt. Langsam und vorsichtig. Und weil ich meinen Tee fertig machen muss. Beschleunigen. Nee, wir beschleunigen nicht. Das ist dumm. Mach ich nicht. Ah, wir beschleunigen sollen, Mama. Ah, lass uns kurbeln. Nein. Okay, war gar kein Problem. Was? Es gibt ein Twin Fire 3? Teaser schon? Ah, okay. Ja, wenn wir Yakuza durch sind, dann haben wir ja unser nächstes Spiel. Guck mal, The Witcher 3 kannst du als Weihnachtsfilm machen, Bob. So wie es aussieht. Spielt aber vor... Ja, das ist ja egal. Ist ja ein Spin-Off, ist klar. Ich hab's eh irgendwo schon... Ist das dieses Like a Gaiden? Da habe ich eh schon von gehört. Das spielt, ja, wie du gerade sagst, spielt davor. Ja, beruhig dich, Digga. Mal ganz ruhig bleiben. Lass mich doch mal meinen Tee hier fertig machen. Deswegen muss ich das Arschwasser gerade von diesem Monster erstmal trocknen lassen. Ah, war gar kein Problem. Wir sind doch nicht auf der Flucht. Irgendwann dieses Jahr werde ich Quarry schon durchspielen. Natürlich. Ja, hast du wohl nicht mitbekommen, dass ich die Taschen durchwühlt habe. Ohne Taser und Bären-Dingens-Spray wären wir am Arsch gewesen. Ach, Oma. Alter, die Kapitel sind ja echt 10 Minuten, oder was? Dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ach,
ist es wieder soweit. Ja, wirklich gleich durch. Sieh an. Die Kraft kann überraschen. Nicht jeder weiß, was in ihm steckt. Dass man Zugang zu bisher ungeahnten Energien haben kann. Es wirken vielerlei Kräfte in uns allen. Und was die eine Hand uns gibt, das könnte die andere uns auch wieder wegnehmen. Danke, Frau Glückskeks. Der Magier. Das Undenkbare, das Unergründliche, das Mystische, Sensationelle. Wahrnehmungsmanipulation. Das Bart, ist so eklig. Magiers, gerade noch hier, schon wieder fort. Blinzle lieber nicht. Boah, ich doch nichts verpassen. Nee, will ich auch nicht, aber ich werde jetzt was verpassen, weil du alte nur eine Karte kannst, und ne? Und wie immer entscheidest du. Willst du noch was sehen mit mir? Oh, zieh dein Kleid. Oh, Entschuldigung. Ja, wir wollen mehr sehen. Such aus. Sei weise. Oh, nehmen wir die Kraft oder den Magier? Wir nehmen die Kraft, weil er da den Wolf den Maul aufreißt. Das nehmen wir als gutes Omen. Okay. Du verabschiedest dich also. Nick wird diesen großen Typen... Vergiss nie, wer deine Freunde sind. ...offensichtlich den Hals umdrehen. Die Menschen, die auf dich Acht geben. Diese Tarotkarten sind absoluter Bullshit, oder? Hey, ich habe nichts zu essen gefunden. Die Küche ist geplündert. Verdammt, meine Tasche. Das ist für dich. Das war... Fuck, ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist alles verschwommen. Wie geht es dir? Gut. Wir sind mitfühlend. Und du, wie geht's dir? Ich bin froh, dass es dir gut geht. Dir geht's doch gut. Tut mir leid, ich wiederhole mich. Ich... Schon gut. Wichtig, wir haben eine Knarre. Okay, sie sucht nach einem Funkgerät oder so. Wozu das, Da war noch eins in Mr. Edges Büro, also... Zum Schutz. Was ist mit dem Licht? Weiß nicht. Schon besser? Das wird schon wieder. Jetzt kommt wieder meine geile Kapsel, die irgendwie 30 cm groß ist. Wollen Sie zum Radio schuppen? Genau, das Telefon ist tot. Sie wollen von dort SOS senden. Wir halten die Stellung. Habt ihr das auch gehört? Shh. Dylan und Ryan wären schon weg. Wartet, ich sehe mal nach. Sei vorsichtig. Wer weiß, was da draußen ist. Vielleicht gefährlich. Wir wollen die Frauen nicht verlieren. Deshalb will ich nachsehen. Der Pädopolizist braucht neue Beute.
Blut. Oder was anderes. Ist da wieder eine Karte? Wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich schauen wir nur einen Film, ne? Wie bei Yakuza. Ab und zu darf ich drei Knöpfe drücken. Ich glaube immer noch, das ist ein guter. Oh, hätte ich mich mal entdecken lassen. Ich glaube nicht, dass der uns dann die Wäsche will. Und dann hätte er uns voll ins Gesicht geschossen. Blute sie heißt nicht sie umbringen, das heißt sie mit Blut bespritzen, dass wir geschützt sind. Ich wette drauf. Ich wette drauf. So, jetzt bewege ich, jetzt mache ich das extra nämlich falsch. Und nichts passiert. Ich hätte mich entdecken lassen sollen, ey. So, ich lass mich abwerfen. Siehst du? Ich glaube, das ist was Gutes. Der hätte uns doch schon längst getötet oder so, wenn er böse wäre. Okay, das geht jetzt zu weit. Ach nee, das ist nur ein Schutz, falls wir schießen. Wir schießen nicht. Wir schauen an, aber wir schießen nicht. Nein. Ich glaube, das ist ein guter. Das ist nicht gut. Ich glaube, es ist ein guter. Ich mach nix. Ich mach nix. Ich glaube, es ist ein guter. Also das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber... Was? Naja, ich habe gerade an den Anfang des Sommers gedacht, als wir uns kennenlernten und den Start des Camps. Und da der Sommer nun bald vorbei ist, frage ich mich, ob wir uns danach nochmal wiedersehen, weißt du? Du bist ein Werwolf bald. Ich schieß dir in den Kopf. Sorry, halt deine Fresse, Nick. Was hast du gesagt? Hey, sorg dich nicht um Caitlin, sie ist zäh. Ich hätte mir das andere gesagt, hätte sie wieder gesagt, wie kannst du nur in der Situation... Tut mir leid, Nick. Frauen. Ich bin abgelenkt. Lass uns erst die Nacht durchstehen, okay? Ich kann mich auch täuschen, aber ich hatte das Gefühl, dass... vorhin mehr zwischen uns beiden hätte passieren können. Nun... Hättest du dir gewünscht, dass mir passiert? Was? Bist du dumm? Hey! Hey, sowas sagt man nicht. Sorry. Ich meine... Natürlich wollte ich, dass mir passiert. Ich war nicht sicher, ob du auch willst. Okay, doch, die sind dumm. Ich sag das nie das zu Menschen, aber doch, so die sind dumm. Zu sein. Du hättest aber auch mehr gewollt? Sag's mir ruhig. Ja, mach ihn geil, der da halb am Sterben ist. Glaub schon. Das sagst du nur, weil ich verletzt bin. Nick. Alter, der... Was ist denn da draußen los, Caitlin? Versteck dich. Los, beeil dich. Schon okay, ich schaff das. So, Nick darf er ruhig abknallen. Der ist infiziert. Auf den habe ich keinen Bock mehr. Wo ist das Gewehr? Wir müssen hier raus. Nein, versteckt euch! Stimmt, ich habe das Gewehr verloren, ne?
Verstecken oder rennen? Ich mach mal verstecken. Der kann eh nicht rennen. Aber ich will eigentlich erwischt werden. Ach, hätte ich jetzt vielleicht auch gar nichts machen können? Scheiße, dann habe ich es jetzt verkackt. Stimmt, aber Zeit. Ich halte mal nicht die Luft an. Ich will mich entdecken lassen. Nein! Nee! Ich lasse ihn bewerfen. Gute Nacht. Oder ich lasse ihn ausnocken. Sie ist mein. Oh. Nein, bring ihn nicht! Ich drück nicht! Bring ihn nicht um, du Idiot! Gut. Voll Spaß. Der hat ihn umgebracht. Dann hätte ich auch ohne Tarotkarte hingekriegt. Das sehen um. Und jetzt gehen die einfach. Die sind so blöd. Die sind so scheiße blöd. Das kannst du keiner erzählen. Wir bleiben ruhig. Oh ja, ja. Früher wurde das Ding sogar als echter Radiosender genutzt. Ich meine, technisch ginge das immer noch, aber heute bringt keiner mehr ein Radio ins Camp. Ja. Irgendwie schon komisch, dass die Kids früher Radio bringen durften. Ich meine, heute braucht man für alles nur noch sein Handy, aber Mr. Hackett kassiert es gleich an Tag 1, damit niemand von Technologie abgelenkt wird. Technologie, sie gibt nicht nur, sie nimmt auch. Und ist oh, wir dürfen etwas, mal spielen. Das du später mal machen willst? Ich gehe mal zurück, mal sehen, wie weit wir zurückgehen dürfen. Radio? Ich meine, es geht eh erst weiter, wenn wir... Musik. Ah, er folgt uns jetzt. Oh, okay. Ja, ich meine, ich mag Musik, aber ich dachte an ein Studium der, Quantenphysik. Okay, wir können anscheinend ganz weit zurück. Warte, was? Ja. Du wirkst nicht gerade wie ein... Okay, wir dürfen nicht weiter als hier. Schon klar, ich meine also, nicht hier. Radieschen habe ich heute noch gekauft. Für meinen weltberühmten Rote Beete Radieschen Räucherlachs Salat mit Ei. Boah, und dann stand ich eine Viertelstunde an der Kasse. Ach, so lange nicht. 7-8 Minuten aber locker an der Kasse, weil die diesen komischen Rote Beete Scheiß nicht scannen konnte, weil der Scanner kaputt war. Also dieses Etikett. Dann musste erst eine Durchsage machen, dann musste erst eine Olle kommen, um eine andere zu holen für den Scan und so. Boah. Dann wurden andere vorgelassen und ich musste dann nochmal warten da, damit ich meine eine rote Beete nochmal extra zahlen kann. Meine Fresse, ey. Das ist mir damals, als ich an der Kasse gearbeitet habe, auch passiert. Natürlich mal. Da hab ich gesagt, komm, Arschlecken, ist eh nicht mein Geld hier. Tut mir leid, das macht mich jetzt irgendwie neugierig. Was meinst du mit nicht hier? Nicht hier im Camp. Ich mache das zu Hause. Und hier bin ich... Bist du klugscheißer Klassenclown? so würde ich's nicht sagen, aber... Was? Okay, gut, vielleicht bin ich mal in eine peinliche Gesprächssituation hineingeraten... Und hab sie mit diversen Witzen ein wenig überkompensiert. Du trägst dazu bei. Ja, ich meine, die anderen mochten den blasierten Dylan. Und du? Magst du den blasierten Dylan? Naja, wen interessiert's, Mann? Ist ja ganz cool. Also, dass sie jetzt die Knarre hatte, war richtig unnütz. Dylan. Nun schön, jetzt hätten wir eine zweite Knarre gebrauchen können. Dylan. Ich bin Ryan. Naja, eigentlich bin ich... Lass uns schnell hier verschwinden, Ryan. Ja, den mag ich. Das ergibt wirklich Sinn. Kannst mir auch nicht erzählen, dass die
Handy hin oder her, ne? Von mir aus Handy-Akku leer und so. Aber dass die... Erst recht, wenn die das Handy anfangs abgeben müssen. Dass die keine Taschenlampen oder so haben. Und dass die im T-Shirt nachts da rausrennen, ohne Ausrüstung und alles. Warte mal. Will ich nochmal nachlesen? Auf welchem Platz war Wein? Wir sind gar nicht drauf als Dillen, ne? Okay, eine 35 im Vergleich zu einer 9 ist schon bitter. Ist das eine Bärenfalle? Wow. Nein, löst die doch nicht aus! Wenn da das Werwolf-Ding reinläuft, ey, du dummer Idiot! Wesen kann sie... Ja. Wobei, einer von unseren Idioten wäre reingelaufen, machen wir uns nichts vor. Was macht das in einem Sommercamp für Kids? Weiß nicht, echt nicht, Mann, das... Im Sommer war das noch nicht hier, ich meine, falls doch, dann... Hätten wir es doch bemerkt, die sind oder? Echt... Tja, das Ding könnte was Großes fangen, jetzt nicht mehr. Ja, danke. Ich wollte es nicht, ich wollte es untersuchen und die lösen es direkt auf. Wie blöd sind die eigentlich? Meine. Wir bleiben ruhig. Wir bleiben ruhig. Wir wissen, die sind dumm. Ne? Wir regen uns gar nicht über deren Dummheit auf. Wir machen uns lustig. Wir regen uns nicht mehr auf. Na, ab jetzt ist hier Ruhe. Jetzt bleiben wir entspannt. Und ruhig. Ne, ist doch schön hier. Toll. Ein Wegweiser. Ja, jetzt mal ohne Witz. Da liegt eine Bärenfalle. Du siehst, dass die gespannt ist. Warum löst du die aus, statt erstmal hinzuschauen? Du weißt, wo die Bärenfalle ist. Du läufst ja nicht mehr rein, weil du weißt, wo sie ist. Und stattdessen kann irgendein anderer Idiot reinlaufen und er löst sie einfach auf. Vor allem, es stand da nirgendwo auslösen. Ich wollte sie untersuchen. Da stand einfach nur A. Ich würde gern vorher wissen, was die Scheiße macht. Na, jetzt nimmt er das Papier und schiebt sich das ins Arschloch oder was? Entschuldigung für meine Ausdrücke. Wenn ich A drücke. Brief an die Krankenschwester. Chris Hackett hat die Krankenschwester aufgefordert, das Camp einen Tag früher zu verlassen. Das ist nicht gerade verantwortungsbewusst, wenn noch Kinder da sind. Deshalb ist Schwester Kelly schon nach Hause. Erstmal liegen lassen. Wir regen uns nicht auf, ne? Ich reg mich auch nicht auf, dass ich Wege verpasse. Wie Bob schon gesagt hat, kann man nachsehen. Ach, das stinkt, ne? Das nehmen wir mit. Was zum heiligen Voodoo-Doo-Doo? Nimm mit! Nimm mit! Er lässt es liegen. Er lässt es liegen. Er lässt es liegen. Dieses dumme Idiot. Ach, wir bleiben ruhig. Ne, das ist doch so, guck doch mal, da ist doch dieses Blut und so dran. Ich wette, das ist so Stinkeblut, was dann den Werwolf abhält. Das ist hier so eine Notfallration für die Jäger. Im Baum versteckt, falls sie irgendwie nichts mehr haben. Die sind so blöd, diese Kinder. Die wissen ja eigentlich genauso viel wie ich, ich weiß ja auch nicht mehr. Aber ich bin nicht blöd wie ein Stück Scheiße wie die. Okay, wir gehen schnell. So, und jetzt wäre er in die Bärenfalle reingerannt, du Idiot! Oh Mann. Die Kids haben das hier vergessen. Das ist dreimal so alt wie sie.
Ey, ich drück auf irgendwas, um zu untersuchen, und die machen immer so eine Scheiße. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ich habe noch nie einen Haufen dümmerer Menschen gesehen als die hier im Spiel. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie viele Horrorfilme ich gesehen habe. Aber es gibt wenigstens immer einen, der nicht der absolute Vollspast ist. Hier ist jeder dumm. Jeder. Ich bin absolut Team Werwolf. Wobei, der war zu blöd, durch eine Falltür zu gehen, wo eine billige Werkzeugkiste vor war. Ich bin Team... Ich wollte gerade Polizist sagen, aber lieber nicht. Selbst die Oma regt mich auf, ne? Mit ihrer Scheiße. Oh, ich kann nur eine Karte lesen, aber wehe, du hast keine. Dann meckere ich. Oh, ich gebe dir einen Glückskeksspruch, der dir einen Scheiß bringt. Ach, wir bleiben ruhig. Karte! Der Eremit! So, wir haben wenigstens in dem Kapitel eine Karte jetzt schon gefunden. Huh. Oh, was könnte das wohl sein? Ein Bär? Wenn der jetzt... Ich schwör bei Gott, wenn der Bär sagt, ein Bär hat nicht 5 Krallen. Oder? Hat ein Bär 5? Bär hat nicht 5. Eins, zwei, drei, vier, ne? Oder? Ja, eventuell 5. Eventuell 5. Aber... Nee, ich habe kein Gegenargument. Warte, wenn das der Radioschuppen ist, habe ich hier vielleicht irgendwo was noch nicht untersucht. Gehen wir erstmal außen rum. Nee, hier ist nichts, ne? Wir haben ja eh schon den Eremiten gefunden. Das sind Steine. Diesen Häusern war, glaube ich, nichts. Die waren zu. Gehen wir hier. Gehen wir rein. Ach, hier ist noch was. Ach, da sind die Krallen. Okay. 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 Ich habe alles untersucht. Alles bitter mit der Bärenfalle, ey. Dass der so blöd ist und die auslöst. Wenn die schon Angst vor Bären haben, warum lösen sie dann die Bärenfalle aus? Ach, sind die dämlich, ey. Wow, das ist voll die Rumpelkammer, oder? Okay, das Teil lief schon kaum noch, als ich noch als Camper hier war. Es war seit Jahren nicht in Betrieb und ich habe lange gebraucht, um aufzuräumen und alles so herzurichten, wie es jetzt ist. Also, tut mir leid, wenn es dir hier nicht gefällt. Aber ich habe eine Menge Liebe hier reingesteckt. Okay, okay. Ich richte das kurz ein. Okay. Wir bleiben brauchen ruhig. Wir irgendwas hiervon? Wir bleiben komplett ruhig. Die Werkzeuge? Nein. Nee, wir brauchen nichts zur Verteidigung. Das Mr. H brauchte mehr Lagerraum. Deshalb darf ich den Sender hier weiter betreiben. Kapiert. Wie weit reicht das Signal?
Oh, das Teil wurde gebaut, um die Lautsprecher für Durchsagen im Camp zu erreichen. Und du weißt schon, tragbare Radios und so zu versorgen. Das Ding reicht wohl so eine Meile. Woher kennst du dich denn damit aus? Woher kennst du dich mit all dem aus? Warum sag ich das? Hab's irgendwie aufgeschnappt. Ist eine Lüge. Der Technikkram war irgendwie schon immer ein kleines bisschen zu hoch für mich. Nun, ich kann's dir beibringen, wenn du magst. Wie ein Kurs? Ja, es ist leicht, wie Klettern. Bin dabei, Prof. Also gut, wir müssen die Leistung irgendwie verstärken. Und zwar mit dem Teil hier. Ein Staubfänger. Das ist ein Signalverstärker. Er sieht mitgenommen aus, aber... Was für ein Zufall, dass der da lang. Versuch es wert. Ey, dann wer schwul als Beleidigung benutzt, ist eh ein Vollidiot. Nicht ganz. Das hier, falls du das als Fakt meinst, dass die immer schwuler werden, dann nein. Wir haben Boyfriend Dungeon gespielt. Aber den Empfänger anstöpseln, um zu hören, Case closed. Eine Antwort zurückgesendet hat. Recht unwahrscheinlich, aber... Tja, mehr lässt sich wohl nicht machen, oder? Ja. Also, was soll ich sagen? Ich mach den Yakuza-Move, ey, ist ja eh nur Cutscenes. Wie ein Notfall klingen. Okay. War jetzt Hallo, gar nicht gegen dich, Kenta, war ein allgemeiner hier Move. Ist das ist ein SOS. Wer schwul als Beleidigung benutzt. Wir sind im Hackett's Quarry Sommercamp. Und es gab einen schrecklichen Unfall, Angriff. Ist echt übel hier. Wir brauchen Hilfe. Hier ist ein Bärenschwarm und sie sind, überall. Hier sind auch lauter Jäger, die auf Bären schießen, aber auch auf uns. Und das ist gar nicht gut und ein paar von uns sind verletzt. Und, wir brauchen dringend Hilfe, also bitte, hier sind, fiese Bären und, wir wissen nicht weiter, ihr müsst uns helfen, SOS. Das ist eine Notlage, also rettet uns, beeilt euch und helft uns. Und, war ich gut? Sag schon. Bärenschwarm? Ja. Ich schwärm bloß. Ja, ich bin halt Profi. Was? Oh mein Gott. Na gut, ich sollte den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob uns irgendwer antwortet. Ja, okay, gut. Ich halte die Augen offen, während du dich um die Technik kümmerst. Nee. Aber genug Leute benutzen es als negative Assoziation. Deswegen der allgemeine Call. Oh shit. Ja, ist das ein Bär oder was? Bist du blöd? Ey, Obacht! Was hat er? Hat er gesagt Lodge? Nein, er hat gesagt, sie sind gerade dies hier. Der Rest von ihnen ist verschollen. Bestätigt. Ende. Ende. Oh, Scheiße, die haben uns gemeint. Fuck, was für eine Scheiße, Mann. Wie? Wir haben's verraten! Im verdammten Radio! Fuck! Das ist gut, aber er kapiert ja noch nicht. Ich auch nicht. Die wissen, wo wir sind, Mann. Wir müssen hier weg. Scheiße, Scheiße. Fuck. Hey, nicht. Ich war das nicht. Okay, lass uns Caitlin und die anderen suchen, okay? Okay. Der rechte Typ hat das doch gesehen, dass da draußen das Vieh ist. Fick dich. Nee. Ich war nicht sicher, Mann. Fuck, was war das, verdammt? Ich weiß es auch nicht. Gib mir die Knarre, ich erledige das Cyberpunk-Style. Ryan? Ist das ein Bär? Ja, es ist ein Bär.
Wir schießen nicht durch die Decke, wir machen nur das Holz kaputt. Und treffen ihn nicht. Wie blöd. Nein, wir schießen nicht durch die fucking Decke. Wie blöd ist das denn bitte? Was ist das? Wenn man begrenzte Munition hat, muss jeder Schuss sitzen. Was? Caitlin, Abby und Nick, sie kommen den Weg rauf. Oh, gut, dass die eine Knarre haben. Weg. Wir, ach nee, haben sie ja nicht mehr. Oh. Gehen die Lautsprecher? Oh, ja, okay, ja. Ja, ja, sag, sie sollen sich verstecken. Fuck, nein. Drück die Taste. Caitlin, ihr müsst in ein Gebäude, kommt nicht hier rauf. Da ist ein Tier außerhalb des Radioschuppens. Geht in eine Hütte, los, schnell. Oh, fuck, Mann. Sie sind weg. Ich weiß nicht, warum der Weg aktualisiert ist. Wir haben absolut nichts gemacht, oder? Außer nicht geschossen zu haben. Jetzt will ich wissen, was da abging. Ach, die Alternative steht da nicht, ne? Ah, gelang es, sich in der Hütte zu verstecken, ohne dass die Kreatur sie bemerkte. Abby ließ ihren Rucksack in der Küche der Lodge zurück. Da konnte ich doch überhaupt nichts machen, das war doch einfach so eine Cutscene. Hatte ich da eine Wahl? Nee, ne? Was jetzt? Tu das, Bob. Wir töten es. Ist Quatsch. Geht eh nicht, sonst wäre das Spiel vorbei. Also sind wir verzweifelt. Okay, können wir denn gar nichts tun? Ich weiß nicht. Es ist nur ein Tier, richtig? Ich meine, vielleicht können wir es verjagen. Alter, wie dumm. Ja, wenn es ein Gehör hat. Ich meine, wie ein Hund. Ich meine, wir könnten eine... Okay, das ist doch mal smart. Endlich mal einer, der nicht ein Stück Scheiße im Kopf ist. Ich meine, das wird richtig schmerzhaft. Was soll's? Ja, töten, wir kriegen es nicht tot. Und sonst will ich nicht 70 Euro für ein 5-Stunden-Spiel zahlen. So, der braucht jetzt Zeit und wir halten es mit der Knarre auf. So wird es jetzt ablaufen. Gleich. Jetzt kommt. Ruhig. Hey, dreh. Jetzt. Nicht durch. Du schaffst das schon. Okay. Ja. Gut. Immer ruhig bleiben. Na, wir bleiben auch immer ruhig. Irgendetwas fehlt, aber. Aber was? Ich lenke es ab. Mach schon, los, Beeilung. Verängstigt, vergiss. Hey, ich will's abtrennen! Fuck! Okay. Halt einfach durch! Fuck! Schrotflinte oder Kettensäge?
Ich glaube, die Wahl ist klar, ne? Schrotflinte wäre dumm. Wir brauchen unsere Schüsse bestimmt noch. Und wie willst du mit einer Schrotflinte einen Arm abtrennen? Mach das Logische, ja. Das ist eine Kettensäge. Muss das sein? Ja, tu es einfach, tu es einfach. Geil, ohne Betäubung einfach. Ich meine, der verblutet jetzt, ne? Aber ein Freund vor der... Jetzt wurden wir von den Steam Achievements gespoilert. Also wir sind ja schon davon ausgegangen, dass das eine Infektion ist und alles, ne? Aber wir hatten ja nicht die hundertprozentige Bestätigung. Und jetzt kommt das Steam Achievement. Und wir wussten ja auch nicht, ob wir die Infektion aufhalten können. Lass uns das lieber so sagen. Vielleicht trotz Arm abtrennen ist er trotzdem infiziert. Was für ein Achievement ploppt auf? Vor der Infektion bewahrt. Großartig, danke Steam. Das Kabel, hol das Kabel, hol das Kabel. Alter, Arm abgetrennt und er ist immer noch chillig und redet. Guter Mann. Steck es in das Dingsbums. Fest aufdrücken. Eigentlich ohne Abbrennen und was Abbinden ist er innerhalb von wenigen Minuten noch tot. Ach, Lautsprecher im Arsch. Hat gereicht. Gut gemacht, Dylan. Die linke Hand wurde nur abgetrennt, kein Tag, keine Sorge. Jetzt ist Adrenalin weg, jetzt kommt der Schock. Richtig, richtig. Warte kurz. Warum hast du das getan? Du wolltest es so. Ganz schlechte Idee. Ist es sicher? Ich denke schon, fürs Erste. Einer der Jäger hat uns erwischt. Ach, scheiße. Hat uns aus der Lodge gejagt. Wir sind ihn auf dem Weg losgeworden. Ist der Notruf raus? Ich glaube schon. Außerdem, wir sind gerade sicher, weil Musik im Hintergrund ist. Von daher, alles easy. Was zur Hölle war da oben? Oh mein Gott! Dylan, was ist los? Ach, mir geht's gut. Oder auch nicht. Aber es tut nicht weh. Du stehst unter Schock. Puh, heilige Scheiße. Hat das Ding das getan? Nein. Nun, so ähnlich. Caitlin, wo ist dein Gewehr? Hab's verloren. Wir hatten Besuch von einem dieser Jäger. Ja, das war schon dumm. What the fuck? Hat sie auf uns geschossen? Orvis, warte mal. Ist das die, die vom Polizisten weggeknattert wurde, bestimmt heimlich? Sollten wir ihr folgen? Ist sie jetzt so eine harte Kriegerin? Scheiße, Dylan, was ist das? Oh mein Gott! Okay, sie ist tot. Die war bestimmt gebissen.
willkommen. Gibt wohl wieder weniger Gewürm auf der Welt. Lass uns doch mal sehen. Schauen wir mal auf den Eremiten. Der Eremit steht für Isolation, Einsamkeit, aber Reflexion dazu. Möglich wäre aber durchaus, also, schade. Der Eremit, der dich verfolgt, dich in Sicherheit führt. Doch das kommt ganz auf dein Handeln an, nicht seins. Wenn ich darf, zeige ich dir mehr. Wäre das in Ordnung? Ja, Oma, zeig mir mehr mit deinem Glück. Wir bleiben ruhig. Wir blicken allzu gerne in die Zukunft. Was war das denn jetzt für ein doofes Drecksteil? Vergangenheit, große Geheimnisse. Vergiss das lieber nicht. Tu ich gar nicht, Bob. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bleib hier. Ich warte auf dich. Der ist... Also diese Oma-Hinweise sind auch des Arsches Hilfe. Wie viele Kapitel hat das Spiel eigentlich? Ein Kapitel ist ja irgendwie 20 Minuten nur. Emma! Ja, schrei nackt allein im Wald, ey, du dummes Mist! Fuck! Mann, ich könnte echt kotzen. Ja, ich mag Leute, auch wenn sie Fehler Emma, machen, die nicht das? Blöd sind. Ich habe noch nie einen Haufen von so blöden Menschen auf einem Fleck gesehen, außer vorletztes Jahr oder letztes Jahr in Bochum. Letztes Jahr, glaube ich. Oder was? Letztes Jahr? Ja, stimmt. Und die. Ja, und die. Die sind noch jung, aber keiner von denen ist blöd. Puh, da will man echt nicht fallen. Du meinst von den Werwölfen, oder, Kenta? Tankwart und VfL-Jesus knüppeln die zu Tode mit ihren Pfandflaschen. Sehr merkwürdig. Mist, verdammt. Ich frage mich immer noch. Ah, Fußabdruck, das war der Hinweis. Warum die alle, die das Blut in die Fresse bekommen haben, sich das nicht direkt abwischen. Das ist doch die erste menschliche Reaktion, wenn irgendein Random-Typ euch eine Fiole Blut in die Fresse wirft, dass ihr das dann mal irgendwann mal abmacht. Dickpick. Speicherkarte. Hm. Hm. Vielleicht ist da ja was drauf. Wieder für Oma eine Karte gefunden. Jetzt läuft's aber.
Damit sie mir wieder so eine 30-Sekunden-Szene, ah, noch niemals eine 3-Millisekunden-Szene zeigt, die absoluten Scheiß bringt. Ich blame die Oma für alles, was hier schief läuft. Mal doch. Oh Gott, Emma! Verdammter Scheiß! Der ist natürlich erfreut. Bin ich froh, dich zu sehen. Warum? Mann, au. Du hast mich im Stich gelassen. Ah, darum. Emma, komm schon. Was zur Hölle ist hier los? Hey, kein Plan, okay? So ein Bär hat Nick und Abby attackiert. Ja, mich auch. Aber das war niemals ein Bär. Was? Wo? Wann? Warum? Sorry, ich bin froh, dass du hier bist. Ja, grad so. Ich meine, das Ding, das mich am Baumhaus angegriffen hat. Was war damit, Emma? Es war wie aus einem Horrorfilm. Eigentlich okay, muss es ja mindestens zwei von denen geben, ne? Es war wahrscheinlich nur ein Bär, der... Der eine aus dem Baumhaus und der andere im Wald, kann dann, man ne? Sein? Du weißt genau, dass das kein Bär war. Na, endlich sag's mal, nein. Jetzt hier diese gottverdammten Jäger herum. Was für eine Party. Das hier waren die. Das ist echt viel Blut. Ja, zum Glück nicht meins. Hm, riecht irgendwie ziemlich streng, finde ich. Okay. Okay, wir müssen aus diesem Wald raus. Ah, meinst du Sherlock? Ja, das wissen wir alle. Außer diese Vollidioten. Du musst immer wie das größte Arschloch aufführen. Shit, okay, weißt du was? Ist gut. Okay, hast recht. Tut mir leid. Du nervst unfassbar. Oh mein Gott, können wir das später diskutieren, okay? Ganz im Ernst. Ich suche dich, seit ich von diesem Ding zum ersten Mal gehört habe. Von den Dingern? Also Plural? Was, wirklich? Oh. Wehe, sie stirbt jetzt, weil wir nicht das Feuerwerk haben. Ich raste aus. Okay, wir sind am Arsch. Jo, wir sind am Arsch. Geil, erstmal weg. Komm, was machen wir diesmal? Ihr dürft mal wieder. Schöne Ellipse. Ich dachte ja, so ein bisschen dank des Blutes greift er uns nie an. Ja, das Ding ist, ich will den ja eigentlich von dem Mädchen fernhalten, ne? Weil wir haben das Blut in der Fresse. Und sind der Kerl. Von mir aus kann er der Kerl sterben. Nein, verstecken nicht gut. Ich glaube, rennen ist besser. Dann lässt er die andere in Ruhe.
Ich glaube, das ist ein Fehler. Was ihr da macht, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler, Mama. So, verstecken ist... Wie gesagt, verstecken ist doch hier. Der Wolf bleibt in der Nähe. Vielleicht lässt er uns in Ruhe. Aber rennen, dann können wir ihn wegjagen und die Ische überlebt vielleicht. Das ist ein Fehler. Das geht auf eure Kappe. Ich schwöre bei Gott, wenn die Ische wegen euch jetzt stirbt... Ich weiß nicht mal, welches Spiel das war. Da habt ihr auch für die größten Vollidioten entschieden. Weil das Geld wahrscheinlich. Quicktime ist viel cooler als Luftanhalten. Luftanhalten ist einfach, ich halte A die ganze Zeit gedrückt, bis das rote Blut weg ist. Was ist denn daran spannend? Da passiert doch nichts. Ja, aber wenn ihr alle verstecken wollt, wie die größten Feiglinge... Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Wir verstecken uns. Na, wenn sie jetzt stirbt, ich bring euch um. Was ist das für ein Versteck? Das wird doch niemals klappen. Der steht doch direkt neben mir. Das ist doch eh einfach, bis der rote Balken fast vorbei ist und dann loslassen. Mehr ist es doch nicht. Ist doch total lame. Oh fuck, ich hätte doch im richtigen Moment loslassen müssen. Das wurde wieder rot, ne? Okay, das haben sie doch gut gemacht. Ich wollte mal gucken, nämlich was passiert, wenn wir gedrückt halten. Ja, es war eh 4-1 dann für Verstecken. Das sind Bärenfallen. Wenn du jetzt reinläufst, bist du wirklich... Oh mein Gott. Ich stehe in einem Feld voller Bärenfallen oder von mir aus Minen oder was weiß ich. Da ist natürlich die erste Reaktion, mich ohne umzudrehen irgendwo hinlaufen. Wie blöd sind die? Es wird immer... Wir bleiben ruhig. Wir bleiben ruhig. Wir bleiben ruhig. Ich habe noch nie sowas Dummes. So, rausziehen ist natürlich dumm. Wir müssen loseisen. Eine Bärenfalle ist dafür da, dass man es eben nicht rausziehen kann, du Idiot. Okay, ist zu blöd zum Loseisen. Ist gut, wenn der uns K.O. schlägt. Ist gut. Dann sind wir in Sicherheit wahrscheinlich. Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube nicht. Sollten wir etwas tun? Was willst du tun? Sie ist tot. Ich meine, mit der Leiche. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Kaylee. Ja. Dachte ich auch. Oh Mann. Arme Kaylee. Nick. Du riechst so gut. Ja, da schreiten wir ein. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Obacht! Wow. Okay, sie wird auch von ihm gefressen. Nick, was ist... Ich will dich schmecken.
Hey. Okay. Komm her. Okay, Bruder. Was soll das? Lass das. Pass auf. Ich meine es ernst. Nick? Alles okay? Ja, ihm geht's super. Habe ich das nicht am Anfang gesagt? Werwölfe haben Angst vor Wasser. Nick helfen? Am Arsch. Abby trösten. Der kann da verrecken, der Idiot. Hey, ist okay. Der ist eh schon infiziert. Beißt er mich noch? Was habe ich getan? Ich weiß nicht. Mir ist so kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Da ist's warm. Ich kann mich einfach abknallen. Abby? Shh. Ruh dich aus. Fuck. Tut mir leid. Zappel nicht so rum. Sie ist sauber, soweit ich sehe. Also es blutet nicht. Aber ich bin auch kein Doktor. Hier, das ist noch der Rest von der Krankenstation. Toll. Gut. Du brauchst aber dringend medizinische Hilfe. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja, Leichen im Pool muss man schon erklären, hm? Langsam, Mann. Also, Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem Krankenscheiß glaubt, nicht ohne Beweis. Ab sofort habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist. Ja. Alles okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Alter. Ja, so besser? Ja. Hey. Gut, hat dein Toner nicht da, ist du Ferkel. Karte. Irgendwie sind die jetzt einfacher zu finden als Kapitel 1 und 2. Es war... Vor nur 12 Stunden. Ich finde das immer so geil, die laufen wie die größten Vollidioten, weil ich mit der rechten Maus immer so ein bisschen nach oben mache, damit ich den Raum sehe. Müsste nur noch Sabber aus dem Mund rauskommen. Wo Caleb jetzt wohl ist? Wer zum Fick ist Caleb? Neue Stück Geschichte, aber es rein noch immer. Ach so, das Kind da. Okay. Ja, er hat irgendwas Seltsames. Er ist echt krank. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser.
Ja, er war wie ein Fisch auf dem Trockenen. Nicht? Schon. Wisst ihr, das war seltsam, als ich die Wunden versorgt habe, bei der Lodge. Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schramm, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Tollwut? Er hat keinen Schaum vorm Mund. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt. Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwut-Symptom? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... Wie eine Katze beim... Nee, das haben wir schon festgehalten. Ja. Auch wenn den Random-Typ Wasser ins Gesicht, Blut ins Gesicht spritzt, hier wird nicht gesäubert. Abby? Ja? Kann ich dich was fragen? Na klar. Magst du mich? Nein! Wir bleiben ruhig. Nick. Bitte, ich sag's mir. Ich fand unsere gemeinsame Zeit hier sehr schön. Das ist so ein... Ist so... Was? So ein Schlag ins Gesicht. Abby. Was? Ich muss dich etwas fragen. Kann ich den einfach abknallen? Ganz ehrlich. Ja. Okay. Warum hast du mich, Abby? Mitfühlend sind wir. Nick, das tue ich nicht. Doch. Doch, es stimmt. Du kannst mich nicht leiden, oder? Wovon sprichst du? Sag die Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit. Gott. Ich hätte es wissen müssen. Was? Du bist wirklich nicht die Hellste, was? Dummerchen Abby. Stopp. Komm, wir kleinen ab. Beute. Oh. Mein Opferlamm. Das bist nicht du. Das bist nicht du. Ich... Obacht! Oh. Oh, Abby! Okay, er hat sie aber nicht gebissen, Abby, oder? Alles okay? Kann ich ihn jetzt abknallen? Darf ich einfach abdrücken? Ganz ehrlich, es reicht. Ich wollte ihm Header geben. Ist mir kackegal, den knallen wir jetzt ab, ey. Nein. Doch, ist mir scheißegal. Jetzt habe ich ein Problem. Okay, haut erstmal ab. Ah, guck mal, hätte ich ihn nicht abgeknallt, hätte er uns vielleicht angegriffen, oder? Außerdem war ich auf dem Kopf, man durfte bestimmt keinen sahnigen Header drücken. Oh nein, ich befürchte, immer wenn sie drankommt, befürchte ich... Das Feuerwerk wird uns in den Arsch beißen, dass wir es nicht mehr haben. Vor allem, wenn sie alleine ist, das ist schlecht. Okay. Wenn ich als Campbetreuer... Wenn sie jetzt irgendwie stirbt oder angegriffen wird und verletzt wird, mach ich aus für heute.
erreichen wir. Wenn es zu regnen beginnt. Sei wütend. Und hier Monster wären, ginge ich in die Lodge. Reins Gruselmärchen. Ich wusste gar nicht, dass sie den Kids solche Angst machen. Als Betreuer haben wir voll versagt. Brief eines... Oh, guck mal, da haben wir schon was. Wie komme ich denn darüber? So. Dieser Brief passt zur Zeichnung im Poolhaus, aber warum wurde er zerrissen? Ist an der Gruselzeichnung was weiteres dran. Da war nämlich noch was, Familienfoto. Komm ich da rüber? So. Kelly ist tot. Sie mögen einmal glücklich gewesen sein, aber jetzt ist alles anders. Wenn die hier für eine Kreatur da gebracht war, dann war sie womöglich nicht sehr hilfreich. Das Ding war schnell. Ah, vielleicht war die Falle doch nicht so toll. Noch was? Ne, das ist das Wege. Habe ich denn noch einen Hinweis? Ach, hier. Ach, ist dasselbe, ne? Hier passt zum... Okay. Die ist nackt, ne? Nackt im Sinne von, wir haben keine Waffe, nix mit ihr. Keine Items, gar nix. Wir sind sowas von am Arsch. Oh, natürlich. Hier ist es nicht sicher. Ja, ich weiß. Geh erstmal hier lang, weil hier sieht's nach Sackgasse aus. Vielleicht ist ja hier die Karte. Oder was anderes. War wohl der Regen. Willst du mich verarschen? Da kommst du jetzt nicht drüber? Ist wie bei Pokémon früher, wo du von so einem Grasbüschel aufgehalten wurdest oder vom Zaun. Meine Fresse. Wir bleiben ruhig. So, da will ich nicht lang, weil guck mal. Das ist eine Schlucht. Da können wir nicht fliehen, da ist nur ein Weg. Wenn der von oben runter springt, sind wir am Arsch. Wir gehen hier, da können wir vielleicht durch... Hier ist auch eine Schlucht. Scheiße. Jo! Wir werden gleich verrecken mit ihr. Ich schwör bei Gott, wenn das wirklich das Feuerwerk ist. Ich werde, wenn wir das Spiel durch haben, nachgucken, was das Feuerwerk macht. Vielleicht macht sie auch absolut gar nichts und ich reg mich hier eh auf. Unnütz. Ja, wenn das der Lebensretter war, das ist 100 pro wichtig. Dann haben wir in so einen Code gefunden und lassen es dann liegen. Also in so einen Safe mit Code. Aber wir sind so am Arsch. Nicht die Geile. Ich will nicht in die Schlucht.
Ich laufe einfach rein. Hehe. Ah, geht nicht. Komm, wir sind am Arsch. Wir sind richtig gefickt. Und zwar nicht auf die Pedopolizistenart von Kapitel 0. Da vorne ist... Wir werden jeden Moment angegriffen und sie stirbt. Ich gehe jede Wette ein. Nicht jede Wette, aber ich gehe sehr viele Wetten. Lauf da einfach dazu, Lodge, da sind Häuser. Warum läufst du... Ach komm, ey. Als ob die nur auf dem Weg laufen können. So ein Bullshit. In so einer Situation. Da ist es hell, da werden wir jetzt angegriffen und sterben. 30 Bits, da hast du aber die Spendierhosen an. Nicht schwer bei Gott. Check, gehst du auf 300 Bits hoch, wenn das Feuerwerk uns retten würde? Ich bin so ein Pessimist, aber ich weiß genau, dass es so kommt. Gott im Himmel. Jumpsquares, ich hasse sie. Du weißt, was da passiert. Komm, geh zu den Männern, die retten dich. Ich hab das noch nie gemacht, Paar. Die beiden sterben jetzt von diesem anderen. Oh nein. Ne, ich lauf nicht weg. Wie ein Idiot. Ich bleib hier. Diese Scheiß-Kids. Das ist richtig. So. And his name is John C. Da erschrecke ich mich nicht. Ja, rette mich! Rette mich! Hey, stopp! Wehr dich nicht! Los, die Spritze. Ist sie gebissen? Pa. Woher soll ich das wissen? Ich weiß nicht. Lass mich mal sehen. Nein. Lass deine Finger von mir! Nein! Boah, warum ist sie so blöd? Jetzt rennt sie, oder was? Sie ist die Dümmste! Sie ist die Dümmste! Und die sind alle schon dumm! Caitlin? Ryan? Abby? Hat sie jetzt die zwei Opas auf dem Gewissen? Hier ist es nicht sicher. Ach so! Abby? Ryan? Mach die Tür zu. Geht doch. Jumpscare? Kein Jumpscare. Wir haben es geschafft! Ich weiß nicht, ob wir es geschafft haben, aber noch hat uns das Nicht-Feuerwerk, glaube ich, nicht in den Arsch gebissen. Ich glaube, wenn wir weggerannt wären, wären wir am Arsch gewesen. Er ist tot. Tote springen sonst nicht aus dem Fenster und fliehen in den Wald. Abby, er wollte dir wehtun. Das war reine Notwehr. Das kann man nicht wissen. Ich schon. Nein. Nein. Er hat ihr doch schon er hat sie doch schon weggekickt. Das durch den halben Raum. Nicht er. Mann, was für ein Scheiß. Oh, shit. Wo verdammt ist Chris Hackett? Wer ist da?
Ich brauche Hilfe. Bitte. Wer bist du? Warte mal, ist die das aus dem Prolog? Siehst du? Ich habe die Stimme erkannt. Jetzt lass mich rein, hier ist es gefährlich. Ja, stimmt. Eine irre Frau erschießt da nämlich Menschen. Das sind keine Menschen. Ach, verdammt, du. Laura Kearney, du bist Laura Kearney? Ja. Du warst doch vorgesehen für... es war die Krankenstation, stimmt das? Du bist nur nie aufgetaucht. Du und dieser... Wie hieß er? Max. Ja, Max. Ja, 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 genau. Mr. Hackett sagte, ihr hättet kurzfristig abgesagt. Ich glaube, wir sollten ihr zuhören. Ihr drin. Ja, wir öffnen die Tür. Okay. Ich öffne jetzt die Tür. Langsam. Nimm die Hände hoch, okay? Okay. Oh, nicht die Oma. Nicht die Oma! Da sind wir wieder. Nur du und ich. Wieso betrachten wir nicht nochmal deinen Fund? Wir regen uns gar nicht auf über die Oma. Gerechtigkeit. Auge um Auge. Nicht ganz wörtlich, sondern oft im Sinne von Taten und Konsequenzen. Alles muss im Gleichgewicht sein und wir alle müssen dafür sorgen, dass die Waage nicht kippt. Aber wir nehmen den Mond auf jeden Fall. Der Mond, wie passend. Gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anspannung und verwandle sie in Intuition. Gehe geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Nun sag mir, wünschst du einen tieferen Einblick in eine der möglichen Zukünfte? Wähl jetzt aus. Also jetzt weiß ich auf jeden Fall schon, pro Kapitel kann es maximal nur 2 Karten geben. Weil man hat ja immer nur die Auswahl aus A oder B. Aus links oder rechts. Wir nehmen den Mond natürlich. Welche unnütze Info zeigst du uns diesmal? Dann los mit dir. Hopp, hopp. Einer hat's schon erwischt. Ist das nicht furchtbar aufregend? Ey, einen hat... Ja, doch. Aber nur einen! So, aber das reicht für heute. 2,5 Stunden Cory. Ich will das nicht so 10 Stunden am Stück durchballern. Wir haben ja wahrscheinlich eh schon mehr als die Hälfte durch. Falscher Knopf. Wie komme ich denn hier raus? Da. Ah. Bob, wann hast du deinen nächsten freien Tag? Samstag erst, oder? Bob? Ach, mit Playsee tippen dauert wahrscheinlich. Ich denke auch, der Toner Wolf hat ihn erwischt. Rip Bob. So, na, ich denke mal, wenn Bob den nächsten Mal frei hat, wird Samstag sein. Freitag hat er nicht seinen freien Tag, das weiß ich. Ah ja, okay, er hat mir privat geschrieben, alles gut. Ich denke dann, nur so eine Vermutung, Samstag werde ich weiter quarryen. Wenn Bob da ist, genauso wie Yakuza.
Und dann, ich weiß selber nicht, ob ich morgen da bin. Das steht noch in den Sternen. Ja, okay, dann mal schauen. Weiß noch nicht. Vielleicht auch irgendwann mal. Ach nee, da ist Bob arbeiten abends. Morgen machen wir auf jeden Fall weiter mit. Was habe ich denn noch? Cyberpunk und Yakuza nur, ne? Eins von beiden. Falls ich selber da bin, ne? Aber kein Quarry. Bis dahin. Haut rein. Wir verstecken uns. Habt noch einen schönen Abend, ne? Bye, bye.